Willkommen zurück bei Pokémon Platin Exchange. Ich bin heute ein kleines bisschen besser vorbereitet und werde schauen, ob ich heute ein bisschen was mehr erreichen kann. Ich bin allerdings hier mitten in einem Kampf ausgesetzt worden und irgendwie habe ich voll das Déjà-vu-Erlebnis. Irgendjemand setzt als nächstes Kino so ein und ich bin mit Batman unterwegs und ich soll wieder überlegen, ob ich weiterkämpfen oder das Pokémon wechseln. Ich habe das Gefühl, genau dasselbe hatte ich schon mal, diese Situation. Aber Batman ist auf Level 20, also ich glaube, wir sind einen Schritt weiter. Keine Ahnung. Ich kämpfe einfach mal weiter. Leiterin Silviana. Nee, Silvana. Okay, Kinoso. Wie süß ist das denn? Was haben wir denn Cooles? Ein Flügelschlag. Mal gucken. Bodyguard. Batman ist scheinbar echt hart aufgelevelt worden. Das freut mich auf jeden Fall. Der Flügelschlag, der ist ja richtig gut. Das freut mich, kleiner Batman. 750 Erfahrungspunkte. Wie weit bringt uns das voran? Auf halbes Level. Roserade. Möchtest du mein Pokémon wechseln? Nein. Batman schafft das doch im Alleingang, verdammt. Oh, wie süß. Ist das nicht die Weiterentwicklung von Knospi? Hat mir der nicht irgendwie Grant letztens ein Bild gezeigt und so sah der aus? Ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher. War das nicht so? Ich bin mir gar nicht sicher. Stachelspore. Oh, das ist schlecht. Aber wir haben ihn getroffen. Sehr gut. Auf halbes Level, auf halbes Leben. Was macht er jetzt? Tristubeere? Oh nein, hat ihn hochgeheilt. Wir probieren trotzdem nochmal einen Flügelschlag. Towerblatt. Okay, nicht sehr effektiv, das ist schon mal sehr gut. Aber wir treffen ihn nochmal und. Ah, Mist. Hast du etwas gesagt? Du glaubst, hast mich in die Enge getrieben? Ja, habe ich. Oh nein. Och, bist du Kacke. Was ist denn das für eine dumme Troller? Aber trotzdem, obwohl die sich so oft hochhalten, ne? Sind wir echt gut gegen die. Und obwohl wir paralysiert sind. Also, da schlägt sich Batman echt gut windig. Ah, ja, nicht sehr effektiv. Und jetzt kommt unser Flügelschlag und jetzt müsste er doch weg sein, oder? Oh ja, sehr gut. Haben wir es dann jetzt endlich mal? Yes, 961 Erfahrungspunkte. Sehr cool. Das ist dein Level Up. Level 21. Wow. Ja, echt weit, ne? Batman versucht, Konfu-Strahl zu lernen. Oh, ich weiß leider nicht, was der Konfu-Strahl ist. Was macht der? Konfustrahl. Ich würde den mal gegen den Erstauner wechseln, oder? AP. Also AP ist ja Anwendung. Ich weiß ja nicht, was der macht. Deswegen Erstauner, Konfustrahl. Ich würde den halt einfach mal wechseln wollen, oder? Nee, warte, stimmt, ich kann ja gucken. Ich kann ja gucken, was das für einer ist. Ein fieser Strahl, der den Gegner verwirrt. Okay. Ich denke mal. Eventuell zurückschrecken lässt. War der Superschall nicht so mit Verwirren? Der Gegner wird eventuell verwirrt. Ja, dann verwirren. Dann nehmen wir den. Ich glaube, der ist schlechter. Und dann lernen wir den. Sehr gut. Batman hat Superschall vergessen. Okay. Und wir lernen den Konfustrahl. Cool. Yay, wir haben Silvana besiegt. Unglaublich. Du bist sehr gut. Wie? Ja, und wie gut. Das wirst du gar nicht wissen. Habe ich schon erwähnt, dass du ein richtig harter Brocken bist? Es muss doch schwer gewesen sein, deine Pokémon so gut zu erziehen. Daran erkennt man wohl, wie gern du deine Pokémon hast. Als Zeichen der Anerkennung sollst du dies hier haben. Wir haben den Waldorden bekommen. Ey, wie ich einfach schon das zweite Mal den Orden für uns geholt habe. Das ist cool, oder? Der Waldorden erlaubt es dir, die versteckte Maschine Zerschneider außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mit den zwei Arena-Orden, die du bereits besitzt, werden die alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Hier ist noch eine kleine Überraschung für dich. Ein kleines Geschenk von mir. Die TM86. Okay. Die Attacke Strauchler. Es ist eine meiner liebsten Attacken. Bringt der Gegner ein hohes Gewicht auf die Waage, ist der Schaden umso größer. War das eine Uhr? Ja. Okay, jetzt kann ich mich bewegen.
Yay, ich kann laufen, ich kann rennen. Ah, ach so, wir können da runtergehen. Okay, ich verstehe. Ha, ich kann jetzt rennen. Und was sagt ihr mir hier so? Die Blumenuhr ist in dieser Arena. Du kannst auf ihren Zeigern laufen. So gelangst du zum nächsten Trainer. Glückwunsch. Wow, wir haben den zweiten Orden, scheinbar. Nach jedem Sieg über einen Trainer bewegen sich die Zeiger der Blumenuhr. Auch der Springbrunnen schaltet sich aus, wenn ich verliere. So kannst du auf dem Weg zur Leiterin im Pokémon Center vorbeischauen. Okay. Ich schau mal eben hier. Irgendwo sind ja hier unsere Dingens angezeigt, oder? Nee, die waren nicht hier angezeigt, sondern im Pokédex? Nee, wo war denn das? Bei Herbert? Stimmt, hier war das, oder? Bei Herbert. Konnte man das nicht hier? Genau, ja, jetzt haben wir den Waldorden. Cool. Sehr schön. Ich werd das Rubbeln wieder Goro überlassen. Der rubbelt ja so gern an den Orden. Und die Freude möchte ich ihm natürlich nicht nehmen. Sag mal, wie hoch sind denn eigentlich unsere Pokémon? Ja. Ja, das passt. Naja, ich hab auf jeden Fall vor, mich irgendwie zu bemühen, dass ich auch mal ein Pokémon bekomme, ne? So ist es ja nicht. Sind hier welche drin? Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja nicht so, als wollte ich keine haben. Ich stelle mich nur irgendwie echt blöd an in letzter Zeit. Ich weiß. Wir sind jetzt also in Ewigenau. Cool. Gut zu wissen. Ich kann jetzt auch rennen. Guck mal, ich habe Rennen gelernt. Ich kann rennen, wenn ihr mir nicht in den Weg laufen würdet. Würde ich sogar noch besser rennen können. Ist voll cool, ich kann jetzt rennen. Werden wir erstmal unseren kleinen Batman heilen. Der hat ja heute einiges geleistet, der Gute. Ich meine, ja. Also, er scheint echt ein Guter zu sein, wenn er einmal ein hohes Level hat. Ist ja gar nicht so schlecht. Aber der war anfangs echt anstrengend. Yay. Komm bald wieder. Kein Problem, immer gern. Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier irgendwas finde, was ich haben möchte an Pokémon. Haben wir schon ein Fahrrad? Eben mal kurz gucken. Haben wir ein Fahrrad? Beeren, Briefe, Kampf-Items, Basis-Items. Wir haben noch kein Fahrrad, oder? Wo nicht? Wir haben noch gar kein Fahrrad, glaube ich. Ich muss mal überlegen, welche Taste ich hier drücken muss. Das ist doch der Fahrradladen hier, oder? Dann sollte ich, glaube ich, mal eins kaufen. Radl Rainers Radladen. Schnell und zuverlässig. Na, dann gehen wir da noch mal rein und gucken mal, ob wir uns ein Fahrrad kaufen können. Ich meine, wir haben noch keins, außer ich habe das jetzt irgendwie übersehen. Der Manager ist zum Gebäude des Team Galaktik gegangen. Aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Oh, das ist natürlich schlecht. Ich wollte jetzt eigentlich ein Fahrrad kaufen. Ich werde wahrscheinlich auch diese Folge wieder nicht hinkriegen, mir irgendwie ein Pokémon zu holen. So schlecht, wie ich bin. Ah, was ist das? Ist das hier wieder Team Galaktik? Ach, Buster! Bums! Rennt er wieder in uns rein. Hey, Herbert! Du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue anzusehen. Stimmt's? Spring nicht hin! Yay! Okay. Aber was... Ah, hier haben wir die Pokémon-Statue der Stadt Ewigenau. Fest miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs, wir müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Entschuldigt, geht zur Seite. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, Herbert. Okay. Oh, hey. Bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee. Die ist genial. Bei unserem Zusammenstoß. Ich will nicht wissen, was du dabei gedacht hast. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird. Na, wie klingt das? Also, pass auf. Hör mir zu. All deine Angriffe müssen sitzen. Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren. Du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss. So ein verrückter Typ, ey. Unfassbar.
Es ist die Pokémon-Statue von Ewigenau. Da hing wohl mal ein Schild mit der Erklärung, aber es wurde abgerissen. Na toll. Angeblich ist das ein mega geniales Pokémon, das vor Ewigkeiten gesehen wurde. Hier gibt es Fahrräder. Kann ich mir nicht eins klauen oder so? Wofür Fahrräder kaufen? Man kann die doch klauen, verdammt. Lebende Vergangenheit. Ewigenau. Ich will mal gucken, ob wir irgendein Pokémon finden, was ich haben möchte. Ich weiß nicht, was es hier für welche gibt. Oh, wie süß! Klingplim! Okay, das fange ich mir jetzt. Egal, was es ist, ich fange es mir. Wir probieren mal einen Flügelschlag. Ich weiß gar nicht, wie gut das ist. Klingplim. Was wird das wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier eine Übersicht, was gegen was hilft. Aber ich habe ja keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Deswegen Heuler. Wir werden mal versuchen, das jetzt zu fangen, damit wir halt ein neues Pokémon haben. Hab keine Ahnung, was es ist. Ihr könnt mir ja dann sagen, wenn ich es gefangen habe. Ob das gut ist oder nicht. Ich werde dann auch nochmal Grants und Goro fragen, wie gut das ist. Beziehungsweise die werden das ja dann demnächst sehen. Und bestimmt auch ihre Meinung dazu sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes ist. Aber es ist knuffig! Yay! Wir haben Klingplim! Wir haben Klingplim. Wie werde ich das denn nennen? Ich will ihm einen Namen geben. Ich will ihm einen Namen geben. Ich muss aber erstmal überlegen, wie ich es nenne. In seinem Maul befindet sich eine Kugel, die beim Hopsen ein klingelndes Geräusch erzeugt. Oh Gott, wie süß ist das denn? Ja, ich will ihm einen Spitznamen geben. Wie nenne ich das denn? Es ist... Ich nenne es... es ist weiblich auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Ich nenne es irgendwas weiß, irgendwas gelbes, tolles, Entchen? Nein. irgendwas Schönes. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie das schlimm... Nein, mache ich nicht. Ich möchte nicht nach einem von euch benennen, weil das, vielleicht könntet ihr das schlecht aufnehmen. Ja, jetzt verschwende ich die halbe Folge damit, mir einen Namen auszudenken. Nein, ich lasse es. Ich lasse es, ich mache es. Ich mache das später. Wir können ja... wir wollen ja sowieso später... wir wollen ja sowieso später mal noch die anderen umbenennen. Aber ich habe jetzt ein Pokémon gefangen. Und ich werde gleich mal gucken... Ah nein, ich kann ja mit dem gar nicht kämpfen. Oh mein Gott, was ist das? Bronzel. Das sieht aus wie Stahl. Kann das sein? Was ist gegen Stahl gut? Feuer. Okay, dann werden wir... Warte, das werde ich gleich mal ausprobieren. Ob das effektiv ist. Ob ich das jetzt richtig eingeschätzt habe. Also für mich sieht das aus wie Stahl. Irgendwie. Sowas in der Richtung. Es hat auch so ein klingendes Geräusch gemacht. Oh nein, Hypnose, wie fies, ey. Jetzt sind wir eingeschlafen. Komm, wir versuchen mit dem Flammenrad das zu schaffen. Nein, okay. Bin mal gespannt. Konfusion. Der ist ja fies, ey. Wir probieren nochmal. Oh, wir schlafen immer noch. Das ist blöd. Weiß nicht, kann auch sein, dass es voll das falsche Pokémon ist, was ich mir ausgesucht habe. Das ist halt dumm. Das ist irgendwas, was gegen Feuer effektiv ist. Vielleicht ist es Gestein. Ja, das kann sein. Was ist gegen Gestein gut? Aha. Ja, das läuft gut. Ich wechsle mal nochmal. Gegen Mektaust. Das müsste, glaube ich, neutral sein. Ja. Wenn er jetzt tatsächlich Gestein ist. Konfustrahl. Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Ich meine, das, was ich machen wollte, habe ich immerhin hingekriegt. Ich habe mein neues Pokémon gefangen. Immerhin. Wir probieren mal Funkensprung. Aber du setzt ihn gegen ihn an, oder? Ja, sehr gut. Okay. Dann machen wir den nochmal und dann vielleicht schaffen wir das ja trotzdem noch. Oh nein. Aber gegen sich selbst ist es ja natürlich nicht ganz so schlimm. Probieren wir es nochmal und dann könnte es sein, dass wir den wieder schaffen.
Nein, okay. Probieren wir es noch einmal, bitte. Können wir den erstmal ein bisschen vielleicht töten? Oh. Können wir irgendwie wegrennen? Weil das ist mir zu doof jetzt. Okay, dann versuche ich hier schnell abzuhauen. Oh, ich will nicht kämpfen. Ein Bidiza. Nee, danke. Ich will eigentlich weggehen einfach nur. Ist auch schon viel zu lang. Aber ich will eigentlich jetzt Grants nicht mitten in dem Feld hier absetzen. Deswegen renne ich hier schnell raus. So. Möchte noch irgendwo hingehen. Ich werde jetzt hier irgendwo hingehen. Und ich hoffe, Grants findet seinen Weg hier an dieser Stelle und kann sich hier mal ein bisschen umgucken. Ich hoffe, wartet mal. Von der Statue kommen wir ja, ne? Genau. So, ich werde jetzt mal nach da gucken. Ich hoffe, Grants findet seinen Weg. Soweit, so einigermaßen. Kann vielleicht die Pokémon vorher noch hochheilen. Und, ja, ich hoffe, ihr seid stolz auf mich, dass ich endlich geschafft habe, ein Pokémon zu fangen. Das zweite kommt bestimmt auch bald. Und, ja, dann geht's auf jeden Fall in 3 Folgen bei mir weiter. Vorher noch bei Grants, bei Goro. Schaut auf jeden Fall rein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.